Und damit hallo und herzlich willkommen auch an die lieben Zuschauer in YouTube. Ich habe heute den Florian dabei und wir spielen The Circle. Und wer der Florian ist, das erzählt er euch jetzt mal kurz. Hallo Florian. Ja, hallöchen. Ich bin Florian oder auch Feralus von Jäger Development aus Berlin und bin der Community- und Player-Support-Lead. Das heißt, ich kümmere mich halt um Social-Media-Kram mit meinen Kollegen und gleichzeitig auch um die Support-Anfragen, um Discord, Stream im Office und so weiter und so fort. Sammel euer Feedback, also von den Leuten, die es spielt, leite es dann an die, direkt an die Game Designer weiter und so fort. Alles, was im Endeffekt so anfällt. Und ja, ich schaue mir jetzt heute mit dir mal The Circle an. Genau, und dazu, wo ich schon mal die Quelle quasi am Start habe, habe ich mir ein paar Fragen ausgedacht und auch mal geguckt, was so in den Kommentaren bei YouTube gefragt wird unter den Videos von The Circle. Und ja, die erste Frage wäre, kommt das Spiel auch für andere Plattformen? Also gibt es ja aktuell nur auf PC. Kommt es auch für die PlayStation oder für die Xbox oder vielleicht für die Switch? Durchaus möglich. Also ich meine, wer Jäger ein bisschen kennt, der weiß, dass Jäger auch gerne mal auf Konsolen Ding getan hat. Aktuell fokussieren wir uns aber komplett auf die PC-Version, damit die so richtig geil wird. Ja. Und schauen dann mal, was im Laufe des Jahres noch so passiert. Genau, ein wichtiger Fakt wäre auf jeden Fall zu sagen, dass das Spiel umsonst ist. Also gerne mal runterladen und ausprobieren. Finde ich mega cool. Macht auch mega Spaß. Ich habe jetzt ein paar Runden gespielt. Der Chat findet es auch ganz geil bei Twitch. Und genau. Frage 2 wäre, hat das Spiel Controller-Support am PC? Noch nicht offiziell. Das ist in the making. Aber einige findige Spieler auf unserem Discord, also auf dem offiziellen The Circle Discord, haben tatsächlich hingekriegt, dass sie das mit Controller zocken, und einer der Spieler, der relativ weit oben ist in der Rangliste auf der Website, der spielt auch mit dem Controller. Ah, okay. Wahrscheinlich dann mit einem extra Tool quasi. Ja, also okay. Über Keymapper und so weiter. So, ist das jetzt egal, dass wenn wir uns beide unterschiedliche Fraktionen auswählen? Das ist egal, die Fraktionen sind nur für den persönlichen im Endeffekt. Ah, okay. Und das lohnt sich halt immer, wenn du schaust, was die Quests sind, die Challenges für die Aufgaben. Weil da gibt es ja manchmal, dass du für bestimmte Fraktionen arbeiten sollst oder für bestimmte Fraktionen arbeiten sollst und entkommen sollst. Und ah, okay. Da hat man dann immer die besten Chancen, wenn man darauf muss. Okay. Nächste Frage wäre, aber die habe ich mir quasi schon selbst beantwortet. wenn man ein paar Runden spielt, sieht man das. Inwiefern oder ob die Ressourcen sich im Spiel quasi jede Runde ändern. Aber das tun sie, richtig? Genau. Das finde ich ganz geil eigentlich. So, du hast schon mal gepinkt. Du gehst zum Kristall. Ich würde den Pilz holen. Oder sollte man lieber zusammenbleiben? Nee, du kannst ruhig die Pilze da einsammeln gehen. Okay. Ich mach kurz den Kristall und dann komm. Das ist, das Spiel verändert sich im Duo- und im Squad-Modus ein kleines. Im Squad-Modus sogar noch mehr. Du machst am Anfang relativ viel alleine und schaust dann, dass du in den Fights. So, da ist schon ein Spieler, da gehe ich mal weg. Ja, das lohnt sich am Anfang schon extrem, dass du Spieler erstmal meidest, weil das ist ja der Vorteil, du musst nicht PvP machen. Das ist halt ein gutes Mittel, um gerade Spieler auszuschalten, die vor dir liegen, aber so an sich musst du nicht zwingend PvP machen, um Erfolg. Ja, jetzt steht da, ich habe so und so viel Pilze im Besitz, die kann ich jetzt abgeben, richtig? Genau, dafür sind diese großen Pilzsymbole auf der Karte. Wir mal gucken. So, wenn du jetzt schaust, du kannst jetzt nicht mehr schweben, aber wenn du jetzt doppelt die Leertaste drückst, kannst du doppelt springen. Ah, okay. Und danach kommt dann das. Nee. Ach so, und dann kommt im das. Rennen, ducken, drücken. Und dann kommt das Jetpack quasi nicht mehr. Genau, das hast du nicht mehr. Okay. So, müssen wir gucken, da. Zwecks den Spielern. So, was machen wir als nächstes? Was empfiehlst du? Ich würde sagen, wir sammeln erstmal die Pilze auf schnell. Spawnen die eigentlich unendlich oft? Im Normalfall ist es so, wenn du Pilze hast oder in der Gegend, wo Pilze sind, spawnen. Ah, okay.
Und da ist ganz interessant, wenn du auf den Körper schießt, also auf das Rote oder auf das Grüne oder Weiße, dann bringst du sie zum Explodieren. Wenn du aber auf den schwarzen Kopf schießt, dann explodieren. Ah, okay. Auch guter Tipp. Ja, generell, nächste Frage wäre so von mir, was deine Favoritentaktik ist. Ich habe ja gerade bei der Runde davor schon gesagt, so eigentlich gehe ich immer gerne auf die Kristalle, weil die am einfachsten sind, oder auf Pilze sammeln. Hast du irgendwie so einen kleinen Tipp, was man im Spiel vielleicht, ja, oder was du rausgekriegt hast schon, welche Taktik sich lohnt? Ist super unterschiedlich, also je nach Runde und auch. Ich bin tatsächlich auch ein großer Freund, am Anfang Kristalle zu machen, einfach nur, weil du halt nicht nur Punkte kriegst, sondern auch Kraft. Weil, also wenn ihr das Spiel halt nicht Geld kennt, für die Monster, die ihr tötet, bekommt ihr. Und das Geld braucht ihr dann, um euch eine Ausrüstung und Waffen in der Runde zu kaufen. Genau. Und ansonsten finde ich auch immer sehr lohnenswert, wenn es den Auftrag gibt, den Hunt. Also das ist ja, wo du die mutierten Monster jagen musst, weil es genau den gleichen. Wie kann man pingen? Wenn du die Karte aufmachst mit Tab und dann mit der Maus einfach. Ja, okay. Ansonsten gibt es auch noch ein Com-Wheel und Gegner-Pings. Also wenn du halt einen Prospector siehst, kannst du auf N drücken, dann pingst du das dann. Ah, okay. So. Und ja, was mit der Taktik noch ist, im Endeffekt ist es auch je nachdem, wie die Runde läuft. Also Solos spiele ich auch ein bisschen anders als Duos und da bin ich ein bisschen vorsichtiger noch. Und je nachdem, wie die Runde läuft, hole ich mir dann entweder eine 200er Waffe oder erstmal sogar Ausrüstungsgegenstände, also fertig. Es gibt halt einen coolen Schild oder was momentan unglaublich geil ist, ist ein Warp, der halt von, also aus Gefahrensituationen raus oder hinter die Gegner. Du kannst den auch benutzen, wenn du down bist. Das ist halt immer ganz geil. Ah, okay. So, hier geben wir jetzt Pilze ab, richtig? Richtig. Das macht er automatisch. Ja. Genau, ich habe keine mehr. Ich weiß nicht, ob du noch welche hast. Nee, 50 fehlen noch. Ja, dann sollten wir kurz in der Umgebung gucken, ob wir dann noch welche. Ich sehe im Norden welche. Okay. Genau, lohnt sich deiner Meinung nach eine Allianz im Singleplayer? Also, man kann im Singleplayer-Modus, wer das Spiel noch nicht kennt, kann man sich auch mit jemandem zusammentun. Hat dann dafür aber kein Schild mehr, aber spielt halt zu zweit. Jetzt ist die Frage, meinst du, findest du, das lohnt sich? Es ist immer ein zweischneidiges Schwert, je nachdem, wie gut du bist. Also auch je nachdem, wie gut du an sich in Shootern bist. Für mich ist es so, ganz am Anfang, wenn du, Achtung, Spieler links von uns, glaube ich, nee. Also je nachdem, wie gut du am Anfang in Shootern bist, Pistolenfights finde ich nämlich relativ zäh. Ja. Und da habe ich dann das Ding, wenn da eine Allianz mir gegenübersteht, also so ein Pakt, dann weiche ich denen auch lieber aus. Wenn ich dann aber schon meine 200er Waffe zum Beispiel habe und dann halt einen Pakt sehe, dann mache ich die halt platt, weil das oft von neuen Spielern genutzt wird. Ah, okay. Wir testen aber auch gerade ein bisschen rum auf unserem Testserver mit Änderungen an dem System und mit den Änderungen finde ich das dann auch wieder relativ logisch. Weil du dir nicht mehr alle Sachen teilst, sondern du machst halt im Endeffekt den gleichen Fortschritt, wie jetzt, wenn du Solo spielst. Ja. Verlierst aber noch ein bisschen mehr Leben tatsächlich. Richtung dem gelben Diamanten, 140 Meter circa, da waren Gegner. Mal aufpassen. Ich hab mir gerade meine 200er Waffe geholt. Ja, ich glaube, mache ich auch. So, hier haben wir das Menü, 200er Waffe. So, hier ist fertig. Genau, dann hätte ich noch eine Frage, so weil ich das noch nicht ganz verstanden habe. Es gibt ja die Mission, die haben wir jetzt leider nicht, dass man Maschinen hochfahren muss. Das sind so blaue Crests, da muss man drei Panel quasi aktivieren, die muss man vorher freischießen. Und dann sind die hochgefahren. Haben wir jetzt leider bei der Runde hier nicht. Aber müssen denn alle hochgefahren sein oder was bringt das Hochfahren? Also du hast immer diese drei Terminals, die machst du an, machst dann den Hauptterminal jeweils von diesem, in Anführungszeichen, Cluster und hast dann, wenn, ich glaube, fünf Stück aktiv sind, geht in der Mitte die große Station an. Und dann musst du da nochmal drei aktivieren, das Hauptterminal anmachen und dann gibt es einen Sonder, wo du extrem viele Punkte in kurzer Zeit holen kannst. Okay.
sodass sich das halt eigentlich immer lohnt. Und dadurch, dass die auch relativ weit außen sind, diese Terminals, hast du da eine gute Möglichkeit, dir halt Punkte zu holen, ohne dass du auf andere Spieler... Da sind Spieler? Wollen wir die angreifen, oder? Von mir aus, also ich sehe da jetzt nicht so das Problem. So, dann klauen wir denen da unten mal das Mineral. Dann könnte man eigentlich schon wieder abhauen, wa? Ja. Ja, und wieder nach Norden. Ich meine, die sehen mich jetzt halt eh. Ich habe den Kristall aufgenommen, den in der Runde davor auch. Ja. Und sobald du den trägst, sehen dich alle auf der Karte. Ach so, das wusste ich auch nicht, diesen gelben da. Genau, den sehe ich. Die dritte Quest quasi. Später im Lauf der Runde kommt dann noch ein roter. Und der gibt dir Bonuspunkte, wenn du damit evakuierst. Ah, okay. So, was machen wir als nächstes? Kristall wieder, oder? Ja, ich würde sagen, wir farmen noch ein paar Kristalle in Sicherheit. Ich würde dann nämlich auch die erste Fähigkeit kaufen. Wie kann ich einen Satz nach vorne machen? Also das ist also nach vorne, geht das auch? Nee, das geht nicht, du rennst halt. Aber wie gesagt, wenn du im Rennen dann Ducken drückst, dann kannst du schlittern. Und sobald du aus dem Schlittern heraus springst und dann doppelt springst, machst du einen relativ weiten. Stimmt. Das sind so die kleinen Feinheiten dann. Du levelst dein Kit ja auch auf, das hast du ja schon mitgekriegt in den Runden. Genau. Da kannst du dann später, wie gesagt, schon einen Dreifachsprung kriegen und öfter hintereinander schlittern. Das ist dann immer ganz hilfreich. Genau. Hast du generell einen Favoriten als Waffe, oder? Boah, von anderer Seite kommt, von hinten kommt auch noch ein Team. Versuch mal erstmal schnell zu fliegen. Ah, musste ich auch. Also ich musste jetzt F drücken dann. Jo. Du brauchst F übrigens nicht drücken. Das passiert ganz automatisch. Wenn die mich killen, also, kommt das automatisch quasi. Genau, das haben wir eingebaut, dass das beim ersten Mal dann automatisch passiert. Okay. So, jetzt haben die uns den Kristall geklaut, den Seal, aber ich komme dann zu dir. Ich habe überlebt, das heißt, wir haben auf jeden Fall mein extra, in Anführungszeichen, Leben. Am besten du geh gleich zu dem Kristall, aber da bin ich schon da. Also ich gehe zu dem Kristall. Ja, ich komm zu dir, sammle noch Pilze auf dem Weg. Okay. Lieblingswaffe, ja, das ist echt schwierig. Also ich habe momentan die ich mir jetzt für 200 gekauft habe, die Gorgon, der komme ich einfach sehr gut klar. Nutzt die auch mit einem kleinen Zielfernrohr. Weil die schießt einfach unglaublich genau. Also da, wo du jetzt gerade stehst, wenn ich aus der Hüfte schießt die halt wirklich fast zielgenau dahin, wo ich will. Ah, okay. Welche ist das? Die Gorgon. Also. Die Gorgon. Die schaltest du bei Osiris frei. Okay. Ist halt nicht jedermanns Sache, weil die so ein komisches Intervallfeuer hat. Ja. So, ich stelle mich immer kurz neben dich und. Also eine Laserwaffe quasi. Genau. Ah. Und dann meine zweitliebste Waffe, würde ich fast sagen, ist die Basilisk. Die ist auch von Osiris. Das ist ein Scharfschütze. Das heißt, da du ja nicht so der. Ja, nee, bin ich nicht. Scharfschützen-Gewehrspieler bist. Ne? Das heißt, Osiris ist eher so deine Favoritenfraktion? Ja, aktuell schon. Ich mag das Design der Waffen auch unglaublich gerne. Okay. Die haben aber tatsächlich eine Waffe, die dir ganz gut gefallen könnte. Die ist momentan auch sehr, sehr stark. Das ist die Manticore. Die Manticore kannst du nämlich so modden, dass sie kleine Raketen abschießt in kurzen Intervallen. Okay. Und damit dann in unglaublich kurzer Zeit sehr viel Damage drücken. Okay. Ja, ich bin immer so eher der Damage-Spieler. Ja. Selbst wenn die nicht so durchrattert, treffe ich lieber dreimal. Und das Ding ist down, als wenn ich irgendwie 100 Mal drauf zielen muss. Hebt mal hier die Eier auf. Achso, das gibt's auch noch was? Ja, das ist Sondermaterial. Ah, ouch. Okay, hast du einen Tipp, wie man schneller Geld bekommt? Quasi. Also das hatten wir ja so im Endeffekt am Anfang mit dieser Starttaktik so ein bisschen. Ne? Du, wenn du am Anfang viel Minerals machst und wenn es den Hand gibt, dich auf den Hand fokussierst, ja. Kommst du relativ schnell zu Geld. Weil halt viele Monster dementsprechend immer spawnen. Genau. Aber jetzt gibt es nicht so einen ultimativen. Nee, also ein guter Tipp tatsächlich, wenn du halt gut darin bist, PvP bringt relativ viel Geld. Weil für die jeder Leichen Spieler, dann. Den du zurückschickst, der lässt ja Geld fallen. Ja.
Und später natürlich auch seine Waffen. Aber das alleine schon halt, dass sie das Geld fallen lassen, wenn du sie zum Recall zwingst, ist halt ziemlich stark. Aber das skaliert mit dem Level. Also je höher das Level von dem Spieler ist, das, also von der Runde, desto mehr Geld lässt er fallen. Okay. Was haben wir denn noch? Weil mich das persönlich auch interessiert, war es mal angedacht oder ist es vielleicht noch angedacht, einen Spielmodus reinzubringen, bei dem man bauen kann? Zum Beispiel jetzt eine Wand oder irgendwie sowas? Also so wie das große, große Spiel von Epic Games. Ja, genau. das haben wir ja tatsächlich nicht angedacht momentan. Okay, finde ich aber gut, weil tatsächlich muss ich dazu sagen, ich war einer der allerersten, der Fortnite Battle Royale spielen durfte. Hab da auch Videos zu gemacht, aber irgendwann wurde es mir das mit diesem Bauen, ich bin einfach nicht der Mega, der so viele Reflexe hat und mega bauen kann. Und deswegen habe ich dann tatsächlich auch aufgehört, das zu spielen, weil mir das auf den Sack ging, weil es nur noch ums Bauen geht. Ja, so ging mir das tatsächlich auch. Also ich habe das echt gerne gespielt und dann kommst du halt an deine Grenzen, wenn du nicht so geil auf Bauen. Und hab mich dann super kurz auf Apex gestürzt, als das rauskam. Du bist aber auch immer sehr blutdürstig, ne? Sobald du einen Gegner siehst, zack, drauf. Naja, wir brauchen hier... Wir brauchen noch die Points. Wo sind die denn? Ich habe gerade meinen Turm hingestellt. Also ich spiele halt auch sehr, sehr gerne mit den Fertigkeiten. Das ist echt wichtig in dem Spiel, dass du nicht nur Waffen kaufst, sondern auch Fertigkeiten. Der Turm ist halt stark, weil er im Endeffekt in PvE und PvP hilft. Ja. Und, ich baue uns mal jetzt noch. Das ist jetzt ein Schutzschild. Da kann man nicht durchschießen und nicht durchlaufen. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Ganz schön Radius hat das Ding. Durchschießen. Warte mal, ich guck mal, ob ich die kriege. Ah ne, oh, das sind gleich 1000. Okay, der lohnt sich. Ja, deswegen, wenn die den angefangen haben, weil da kommen dadurch auch die großen Monster. Ja, so, die werden wahrscheinlich jetzt... Guck mal, ob ich die irgendwo sehe, weil nicht, dass die jetzt warten, bis der fertig ist und dann... Na gut, da kriegst du aber jetzt auch gut. Ja, das gibt's. Das gibt's immer noch. Du musst halt nur aufpassen, dadurch, dass du jetzt ja auch das Endprodukt ausgewählt hast für deinen Spielstil. Im Endeffekt hast du halt auch ein bisschen weniger wilden Leben. Okay. Am Anfang kann man so Neuansteigern den Boxer-Suit immer ganz gut empfehlen. Ich ernte. Ich deck dich. Der spielt sich halt ganz geil durch den Schlag, durch den Schlagsprung im Endeffekt. Und er hat halt so einen Superjump. Und du kannst die Sachen auch ineinander verketten. Das heißt, du kannst diesen Supersprung machen und dann den nach vorne boxen und so weiter. Ja. Und das sind halt auch so ein paar Kleinigkeiten, wo wir überlegen, ob wir nicht schauen, dass wir neuen Spielern den Anzug geben, statt den Standardanzug und sowas alles. Okay. Weil wir halt super flexibel sind. Wir nennen das ja Open Development. Das heißt, wir arbeiten ganz, ganz eng mit den Spielern. Und holen uns da mal Feedback und schauen mal, was wir irgendwie ändern können. Haben jetzt angefangen auch mit öffentlichen Tests, sodass sich halt Spieler auf den Testserver einloggen können und da ihr Feedback abgeben können und so weiter. Was machen wir denn? Was lohnt sich? Pilze nochmal? Ah, wir haben noch 4 Minuten. Ah, das ist die Frage jetzt. Wir sollten vielleicht so langsam in die Mitte gehen. Auf dem direkten Weg, weil da sind Spieler mit einem Bounty am Uplink. Wir könnten natürlich schauen, ob wir die vielleicht ob wir die noch holen können. Die Spieler? Wenn du Bock drauf hast. Ich meine, du hast halt kein Leben mehr, ne? Das ist ein bisschen schwierig dann. Stimmt, ich habe kein zweites Leben, das stimmt. Ich ping mal was, wir gehen mal zu den Pilzen. Gehen, was mich persönlich natürlich als Streamer interessiert, ist angedacht, Community-Server quasi oder so Custom-Games noch mit reinzubringen, dass ich quasi mit meiner Community zusammen gegeneinander spielen kann, dass wirklich nur die Leute aus meiner Community, wenn ich einen Server aufmache, da reinjoinen. Yep, das nennt sich Private Lobby und das ist ein Feature, was momentan in Entwicklung ist. Einfach nur, weil das nicht nur für Streamer natürlich geil ist, aber die haben wir natürlich damit auch im Blick, sondern wir das auch für kleine Turniere und so. Ja, cool, genau. Wir haben schon in Australien /USA gibt es halt schon so eine kleine Liga, die die freuen sich da auch super drüber. Ja, ich finde das auch richtig, würde ich auch richtig nice finden. Gerade weil es halt... Im gleichen Atemzug sind wir auch dran, einen Streamer-Modus zu basteln, dass du halt, wenn du streamst, nicht von jedem gestreamsniped wirst. Ja.
Das wäre natürlich richtig gut. Das Problem hat man leider oft. Stimmt einfach. Ja, aber dadurch, ich finde es auch geil. Was soll ich versuchen? Den Ablink zu holen. Komm, wir machen mal was Verrücktes. Die kämpfen nämlich gerade gegeneinander. Wow. Da ist aber auch gleich mal ein Geschütz. So. Wir klauen uns den jetzt und gehen dann in die Mitte und versuchen zu entkommen. Ja, das kann ich gar nicht kaputt machen, das Geschütz hier. Das ist meins. Ach so, warum wollt mir das so? Ach so. Das müsste vielleicht noch grün sein. Richtig, das kommt in einem der nächsten Updates. Da werden die dann in Rot und Grün dargestellt. Ah, Freunde. Okay. So, jetzt so, gehen wir raus, oder was? Ja. Jo. Oh, wir müssten aber noch Pilze abgeben. Kommen wir noch irgendwo vorbei? Schaffen wir das noch irgendwie kurz? Nee, ja, schaffen wir. Wie viel hast du? 1700. Das lohnt sich. Wenn du jetzt hier reingehst und dann mit mir außen rum rennst, dann kommen wir zu einer Abgabestation. Das wäre natürlich nicht schlecht. Hier runter. Kommen wir zu mir. Zurück. Jo. 1,50 noch. Oha. Ja, das passt. Runter, da. Ja, dann sind wir hier nämlich genau an der Station. Gibt es noch irgendwelche Ideen, die im Raum stehen? So, was noch rein soll? So wie jetzt zum Beispiel bauen haben wir ja schon abgehakt. Aber noch irgendwas, wo du schon weißt, okay, das kommt vielleicht noch als Feature ins Spiel. Na, das erste, was jetzt kommt nächste Woche, ist der Ranked-Modus. Ja, das finde ich auch ganz geil. So Statistiken, Ranks und sowas alles, ne? Dann... Hast du noch Filze, Leber? Ich habe die alle abgegeben. Wo wir so ein bisschen dran rumbasteln und schauen, ist, dass wir halt weiter coole Events basteln. Wir hatten ja jetzt an... Achtung, Spieler. Wir hatten ja jetzt an Weihnachten so ein kleines Event, wo wir einfach Sachen... Rennen wir in die Mitte und versuchen zu entkommen. Das ist, glaube ich, besser. Das ist auch noch ein Game. Die Wand hinter uns gestellt und wow, einfach raus. Und tot. Nein! Macht nix, ich bin draußen. Das heißt, du kriegst die Belohnung auch. Bin auch draußen, aber tot. Ja, also das wäre halt so krassere irgendwie Events bauen können. Das ist also Weihnachten war jetzt halt, wir haben Gegenstände genommen und Waffen und haben daraus Weihnachtsvarianten gebastelt mit selbst aufgenommenen Soundeffekten und so. Und schauen halt mal, dass wir vielleicht für den Sommer sowas wie Wasserpistolen oder irgendeinen Kram haben. Oder dass wir einfach Monster nochmal komplett ändern und sagen, hey, alle Monster sind Roboter, weil die sind ja ziemlich, ziemlich schwierig, die hast du ja in der Runde davor auch schon gehabt. Ja. Oder dass halt irgendwie in jedem Monster-Spawn einer von den großen Monstern mitspawnt oder also ein Krempel. Ja. Dann kommt ja mit der Season 2 auch die zweite Karte. Ah, die noch ist eine neue Map. Einiges nice. Größer als die erste. Und sieht nochmal ganz schön krass wie anders aus und spielt sich anders, dadurch, dass du wesentlich mehr Hügel und Felsen und so hast. Das heißt, da ist der Quicksuit, den wir jetzt beide spielen, nicht mehr so super stark wie auf der ersten Karte. Das stimmt, ja. Musst du nämlich viel mehr Jetpack benutzen quasi. Ja, genau. Okay. Jetzt wird gerade noch im Stream gefragt, ob es dann ein Deathmatch-Server geben wird. Jeder gegen jeden so Top 100 Kills gewinnt oder sowas. So Spielmodis quasi. Das wäre ziemlich lustig. Also das ist eine coole Idee. Wenn man jetzt halt sagt, dass wir halt versuchen, so einen Event-Modus zu basteln, dann kann ich durchaus sehen, dass wir da sagen, hey, wir machen jetzt mal so ein lustiges Deathmatch-Event. Würden wir natürlich dann Foam-Party nennen, weil du wirst ja eingeschaumt, wenn du down bist. Also ja, komplett down bist. Stimmt. Stirbst ja nicht, wirst ja wieder zurück auf die Station gebracht. Ja. Denn ist eines der nächsten großen Sachen, die jetzt gerade angekündigt wurde, mit dem nächsten Patch kommt dann eine 3D-Lobby. Das heißt, wenn du das Spiel startest, das Match, hast du halt eine Lobby, wo du die anderen Spieler siehst und rumlaufen kannst und dann anschauen kannst, was sie für Ausrüstung haben und so weiter. Und im Laufe der nächsten Wochen kommt dann auch eine Raumstation, die du begehen kannst. Das heißt, du hast nicht mehr dieses Menü, in dem du dich jetzt hier befindest, sondern du hast dann halt eine richtige Space Station, auf der du rumläufst und Leute ansprechen kannst und so weiter. So als Vorbild dafür, ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, Splatoon 2 auf der Switch. Ich hab's nur mal gesehen, ja. Ja, und das hat ja auch so ein Hub, aber das ist halt super cool, weil der ist halt
nicht zu groß, dass du zu viel Zeit verschwendest, aber der ist halt geil gemacht und du kannst halt dann super viel interagieren und so, siehst andere Spieler, kannst deinen Drop-Pod anpassen, dann siehst du halt in der Lobby den angepassten Drop-Pod und. Also da kommt einiges auf uns. Okay. Ja, ihr werbt ja quasi auch damit, dass regelmäßig Updates und zusätzliche Inhalte kontinuierlich kommen. Das finde ich aber gut, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man das Gefühl hat, okay, die haben jetzt was rausgehauen und da tut sich da nichts mehr. So, ich finde das immer voll geil, wenn immer Sachen kommen. Wie sieht es denn aus mit Skins, die quasi dann immer im Fortuna-Pass oder was? Ja, oder du schaust in den Shop. Im Shop hast du dann nämlich auch Skins. Da gibt es zum einen den, gerade jetzt den Archetypen, den ich im Spiel hatte, den Syndicate Enforcer. Und Variationen von verschiedenen Köpfen, teilweise auch Waffen, Skins und sowas alles. Und ansonsten landet halt tatsächlich ganz viel im Fortuna Pass. Da gucken wir mal. Der ja einen kostenlosen Part hat und einen Bezahlpart, wo du halt sagst: Hey, 9,50 Euro ist es, glaube ich, kriegst du halt den Fortuna Pass mit 100 Leveln. Für die zweite Season haben wir aber wesentlich mehr Zeug da drin. Das heißt, auch im kostenlosen Pass kriegst du ganz, ganz viel mehr Zeug. Okay, das ist cool. Hier aktuell oben sieht man immer, wie lange. Jetzt haben wir natürlich gerade ein bisschen blöd. 3 Tage ist jetzt die Season noch, richtig? Genau, 3 Tage ist die Season. Dann ist erstmal ein kleines bisschen Pause, bis die nächste Season anfängt. Nicht allzu lange, aber die wird ziemlich cool. Die neuen, also ich kenne ja die neuen Charaktere schon, die ins Spiel kommen und so. Und das wird richtig fett. Ich finde halt, Map 2 ist auch für mich um einiges cooler noch als Map 1. Und wir hatten damit auch mit der Community so ein paar Playtests gemacht auf der zweiten Map und das wurde richtig abgefeiert. Ja. Und weil ich es gerade im Chat auch sehe, keinerlei Pay to Win. Nee, du kannst dir nur kosmetische Items kaufen. Ja, das finde ich auch wichtig. Aber es sind schon ein paar coole Sachen dabei. Ich liebe das, wenn man so. Bei euch kann man halt noch, das finde ich halt nice im Vorteil zu anderen ähnlichen Spielen, dass man sein Aussehen tatsächlich gut anpassen kann. Also ich zeig das hier mal kurz. Ich habe jetzt, was hatte ich jetzt? Den Gründer, das Gründerpack? Genau. Da hat man den Ninja zum Beispiel dabei. Finde ich eigentlich ganz cool. Es gibt natürlich noch viele, viele andere Sachen. Kann man halt den Oberkörper anpassen. Die Handschuhe, Stiefel, Nahkampfwaffen. Ja, Haare sogar, ihr Kopf und so. Ist auch ganz lustig. Generell, dass man auch 6 verschiedene Spieltypen hat, finde ich auch ganz cool. Ist schon viel, viel Kosmetikzeug dabei, aber ich finde es cool. So hat jeder ein bisschen Chance, individuell was zu machen. Finde ich geil. Genau, da auf der Ranked-Modus jetzt hier gefragt wird. Und Ranked-Modus kommende Woche. Nee, kommende Woche noch nicht, stimmt's? Das war so Februars angepeilt, richtig? Der Ranked-Modus kommt nächste Woche. Also, es ist ja jetzt schon diese Woche. Also, Dienstag, stimmt's? War das nicht? Oder Mittwoch? Genau. Mittwoch, ja, genau. Dienstag. Okay. Und gibt es da Besonderheiten beim Rank-Modus oder einfach nur, man sammelt Punkte und ja. Also so eine kleine Besonderheit ist im Endeffekt, dass wir selber entscheiden, welcher Rank-Modus aktiv ist im Endeffekt. Wir wollen uns erstmal hauptsächlich auf den Squad und auf den Duo-Modus beschränken, was das angeht. Ja. Du sammelst dann Punkte. Du wirst nicht direkt MMR-Matchmaking im Endeffekt reingesteckt, sondern das gibt so einen Mittelwert dann immer für die Runden und dadurch kannst du halt auch mehr Punkte gewinnen oder weniger Punkte verlieren. Weil wir halt einfach schauen wollen, dass möglichst viele Spieler natürlich spielen können. Und es gibt auf der Homepage, also auf unserer Homepage, gibt es jetzt von unserem Game Designer, der sich für den Rank-Modus, also der den Rank-Modus halt bisher gebastelt hat, gibt es schon ein Dokument zu. Und da haben wir halt gezeigt, hey Leute, so funktioniert der Rank-Modus. Das hat er sich dabei gedacht. Das sind die ganzen Statistikwerte im Endeffekt, auf die man achten muss. Kannst du da welche aus dem Stellgreif erzählen? Also wahrscheinlich die Killrate, logischerweise. Nee, das nicht, aber ich kann dieses Page schnell aufmachen. Okay.